Bewegung ist eine der wichtigsten Anti-Aging-Maßnahmen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie, bei der Wissenschaftler die Wirkung von Bewegung auf die Mitochondrien untersucht haben, die Kraftwerke in unseren Zellen. Bevor wir zu der aktuellen Studie kommen, möchte ich noch gerne auf etwas hinweisen. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle unabhängig über Neuigkeiten im Gesundheitsbereich informieren, denn oft vergehen Jahrzehnte, bis Erkenntnisse der Wissenschaft tatsächlich in den Arztpraxen angelangen. Falls du mir dazu stimmst, dann würde ich mich jetzt freuen, wenn du auf den Mag-ich-Button klickst und wenn du unseren Kanal abonnierst. Aber jetzt zu der aktuellen Studie. Die Mitochondrien in den Muskeln von alten Hochleistungssportlern weisen eine ganz besondere Proteinsignatur auf. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie von kanadischen und US-amerikanischen Wissenschaftlern. Sie zeigt, dass ein hohes Maß an körperlicher Funktion bis ins hohe Alter erhalten werden kann. Warum? Die Wirkmechanismen hinter dieser einzigartigen Proteinsignatur sind allerdings noch unklar. Wir alle wissen, dass Bewegung gesund ist. Bewegung hilft unserem Blut, jung zu bleiben. Im Gehirn setzt Bewegung Proteine frei, die Nervenverbindungen schützen. Außerdem wirkt sich Bewegung positiv auf epigenetische Marker aus, die mit dem Altern in Zusammenhang stehen. Für jede Kontraktion brauchen Muskeln Energie. Diese Energie kommt auf der Ebene der Zellen von den Mitochondrien. Das sind kleine Organellen in den Zellen. Muskelzellen sind besonders stark mit Mitochondrien ausgestattet. Bis zu 8% des gesamten Zellvolumens können aus Mitochondrien bestehen. Bei Zellen im Herzen sind das sogar 35%. Unsere Mitochondrien liefern die Energie für Muskelbewegungen. Sie machen das, indem sie Glucose aus dem Blut, das von Fettreserven stammt oder aus der Ernährung, in Adenosintriphosphat umwandeln. Das geschieht im Rahmen der Atmungskette, also unter der Zuhilfenahme von Sauerstoff. Unsere Mitochondrien brauchen auch die Nährstoffe Vitamin D, Zink und Selen, damit sie einwandfrei funktionieren können. Darüber hinaus wird mit zunehmendem Alter auch das Coenzym Q10 immer wichtiger. Die Mitochondrien brauchen Coenzym Q10 für die Atmungskette, die Glucose aus dem Blut in das ATP umwandelt. Mit zunehmendem Alter stellt unser Körper aber immer weniger Coenzym Q10 her. Deswegen ist es eine gute Idee, wenn ältere Menschen dieses Coenzym als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Mitochondrien schwächeln also mit zunehmendem Alter. Das lässt sich bei Spitzensportlern jedoch nicht beobachten. Deswegen nahm ein Team von kanadischen und US-amerikanischen Wissenschaftlern jetzt die Mitochondrien von alten Spitzensportlern genau unter die Lupe. Insgesamt nahmen an dieser Studie 15 Spitzensportler im Alter zwischen 73 und 95 Jahren teil. Die 8 Männer und 7 Frauen nahmen nach wie vor an Sprint- und Ausdauerveranstaltungen teil. Zum Zeitpunkt der Studie gehörten zu dieser kleinen Gruppe nicht weniger als 8 Weltrekordhalter. Für die Studie entnahmen die Wissenschaftler Muskelbiopsien aus den Oberschenkelmuskeln der Athleten. Diese Proben untersuchten sie dann auf die Zusammensetzung der Muskelfasern, den DNA-Gehalt der Mitochondrien und die Zusammensetzung der Proteine. Anschließend verglichen sie die Ergebnisse mit entsprechenden Untersuchungen an gleichaltrigen Kontrollpersonen. Dabei zeigte sich, dass sich bei rund 800 verschiedenen Proteinen signifikante Veränderungen beobachten ließen. Rund die Hälfte dieser Proteine steht im Zusammenhang mit den Mitochondrien. Beispielsweise tragen sie zur Atmungskette bei oder sie tragen dazu bei, die Zahl der Mitochondrien zu erhöhen. Dass die Mitochondrien von Spitzensportlern wesentlich besser funktionieren als von Normalsterblichen, war ehrlich gesagt zu erwarten. Schließlich haben Spitzensportler jahrzehntelang intensiv trainiert. Allerdings fanden die Wissenschaftler auch 176 Proteine, die nichts mit der Funktion der Mitochondrien zu tun hatten und die bei den Spitzensportlern ganz anders exprimiert wurden als bei den normalen Studienteilnehmern. Diese einzigartigen Proteine sollen jetzt Gegenstand weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen sein. Die Forscher hoffen, dass sie damit Wirkmechanismen entdecken können, die Mitochondrien auch im Alter stärken können. Außerdem hoffen sie, dass sie Methoden finden, um die altersbedingte Sarkopenie zu bekämpfen. Sarkopenie ist der Fachausdruck für den altersbedingten Rückgang von Muskelfasern. Diese Studie zeigt, dass das alte Sprichwort verrostete Roste tatsächlich wahr ist.
Falls diese Studie für dich interessant war, dann würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn du den Mag-ich-Button klickst und wenn du unseren Kanal abonnierst. Schau auch bald mal wieder hier vorbei, denn wir uploaden ständig neuen spannenden Content. Ich danke dir für dein Interesse und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao, deine Cornelia.